So, liebe Leute, ich spiele Toplane gegen Yasuo. Ich werde direkt alle muten. Nicht, weil die irgendwie mit mir, ja, in Konflikt gekommen wären. Ich habe kein Wort gesagt bei der Queue. Aber die haben am Anfang schon wieder irgendwie so einen Schwachsinn gelabert. Ich will da gar nicht genau drauf eingehen, aber es gab für mich Gründe, warum ich glaube, es wäre besser, an dieser Stelle des Spiels erstmal die Leute zu ignorieren, ja. Und das gilt natürlich auch für die Gegner. Ich möchte gar nicht wissen, was die Gegner dann darauf erwidern, denn es sind so typisch Leute, die fangen jetzt die ganze Zeit an, irgendeinen Bullshit zu labern. Ja, oh geil. Was blatt? Ich glaube, das ist ein Feeder. Oh Gott, das ist ein Feeder. Nice. Ich hätte es dodgen sollen. My bad. Direkt von Anfang an. Ich meine, wer Milf Hunter heißt und I eat dick armor, ja, da kann man sich eigentlich schon vorstellen, was da, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Und das sind die beiden, die hier speziell Scheiße gebaut haben. Ich denke, der wird feeden. Das ist ein Feeder. Der wird einfach feeden. Feeden. Einfach nur feeden. Das ist das, was ich, wovon ich ausgehe. Naja. Nevermind. Man verliert auch mal Games. Ich bin Platin 4 mit 0 Punkten. Stört mich nicht. Wird ein lustiges Spiel. Wird auf jeden Fall lustig, das aufzuzeichnen. Und ja, Laning ist ja sowieso erstmal speziell. Da kann ich mich jetzt auch erstmal drauf einstellen. Laning ist ja erstmal grundsätzlich interessant. So, und hat angefangen mit dem Kuh. Wow, das hat noch getroffen. Überraschend. Ich überlege gerade, hat der Ignite? Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, hat er nicht. Der könnte aber gleich arrogant werden. Der macht mich gleich noch, ey. Muss ich voll aufpassen. Mhm. Aber es ist problematisch. Es ist, dass jetzt Botlane auch, Midlane auch so phänomenal feedet. Natürlich jetzt unfassbar annoying hier. Schade, wenn die Kindred nicht gekommen wäre, dann hätte ich da nicht flashen müssen. Aber von der Kindred. Ach, okay, ich habe das Mark, ne?
Deswegen ist sie gekommen. Der Rice war auch letzte Season nur Silber. Es wundert mich eigentlich nicht, dass der so phänomenal feedet. 0-2. Ah, vergiss es, das Spiel ist durch, bevor es angefangen hat. Geil. Ich bin so chancenlos, irgendwas zu machen. Vor allen Dingen, weil der Yasuo nicht schlecht ist, ne? Da muss ich einfach tierisch aufpassen, dass ich nicht selber den Löffel abgebe. Ich muss richtig aufpassen, weil er ist schon 6, ne? Der Midlane-Feed geht halt einfach immer weiter. Macht halt gar keine Anstalten, damit mal aufzuhören. Mit 33 Farm. Er war halt Silber 1 letzte Season. Ich weiß nicht, wie der sich hier hochgeboostet hat, aber er wird sich geboostet haben. Das ist so ein typischer Fall, wo sich einer wirklich geboostet hat. Das bin ich mir ziemlich sicher. Das ist einfach, ansonsten wäre der nicht so schlecht. Der 0-4 verlierst du nicht. Das ist... Erst der Anfang mit dem Twitch. Ja. Ich dachte, die Leona und der Dings wären irgendwie so fürchterlich. Der wer war denn das hier nochmal? Milf Hunter. Der TF. Nicht der TF. Die Ratte, meine Güte. Twitch, what the fuck, ey. Oh Gott. Wege Mist, ey. Danke für den Blue Buff.
Er wardet halt nicht. Kriegen wir den noch? Okay. Nice. Wundert mich. Oh, das war ein Remi. In der Midlane. Vielleicht ist der TF doch noch ganz gut. Jetzt bin ich draufgegangen, weil ich die Leona beschützen wollte. Not worth. Überhaupt nicht worth. Richtig beschissen. Du kannst ihn nicht töten und Kindred zont dich gleich. Ach, Kindred ist Top-Lane. Nicht zone, sondern flankt dich gleich, wollte ich sagen, aber. Ich würde mal gerade mal sagen, dass meine Ulti gebuggt hat. Auch geil. Hab sie gezündet. Minion ist vorher gestorben. Ulti Cooldown raus. Geil. Junge, da unten geht echt die Party, ne? Was vielleicht, wenn er ansatzweise Ryze beherrscht, ist er vielleicht später trotzdem noch nützlich, ne? Oder halt. Es ist halt Ryze. Du darfst nicht unterschätzen. Und Twitch geht ab, wie Schmidts Katze hier. Ich muss unbedingt Stack sammeln. Ich habe nur einen Stack. Oh Gott. Dafür haut den TP raus, der Ryze.
Na? Trifft Herald? Wie kann ich das eigentlich immer missen, ne? Wie kann ich das eigentlich jedes Mal missen? Der slidet durch mich durch und ich misse mein W. Ultra bad, ey. Wow, that outplay, das ist unglaublich. Jedes Mal misse ich das, ey. Richtig schlecht. Der outplayt mich so knallhart. Alter Schwede, ey. Bastard. Ich hasse das. Das ist bestimmt so ein Only-Yasuo-Player. Muss man sich komplett neu einstellen. Da kannst du nicht deinen üblichen Yasuo, deinen üblichen Cho-Stil benutzen. Funktioniert einfach nicht. Ich habe halt auch keine Stacks, ne? Das kommt halt noch phänomenal erschwerend dazu. Nice. Das war gut. Oh, oh. Ist er wohl exploded, hä? Ich hätte schon lange weggemusst. Also ich denke, ich kann Yasuo besiegen, ja, auch im One-on-One, aber nur, wenn er mich nicht so phänomenal outplayt und ich meine ganzen Skillshots nicht treffe. Und ich brauche meine verdammten Mist-Stacks. Ich brauche sie. Das kann ich das komplett vergessen. Wow. Die gehen so ab da. Jetzt auf einmal plötzlich. Auch der Dingens ist anscheinend doch nicht boostet. Wir haben einfach einen schlechten Tag gehabt. Junge, Junge, der Rice. 06 ist jetzt 3,7. Not bad, dude, not bad.
Wer gewinnt das? Alter Schwede. So gut. Junge, Junge. Der Twitch, ey. Der Milfhunter 2G. Alter, ey. Der hat sich so daneben benommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich erlaube dem Yasuo nicht, hier Split zu pushen. Die sollten da jetzt backgehen, Toplane, Midlane. Boah, trotzdem noch so viel Schaden, ey. Ich muss gar nicht backgehen. Ah, come on. Fuck it. Das war ein klarer Bait. Das war ein Bait. Nice. Haben die gut gemacht. Premade oder was? Azir und... Ja, könnte durchaus sein. Haben die perfekt abgesprochen. Der hat mich gebaitet. Der hat mich hundertprozentig gebaitet da. Das ist gar keine Frage. Der einfach gebaitet. Der kleine Penner, ey. Ja, während es da nicht läuft, macht Midlane TF einfach mal einen Double Kill. Nicht geil. Naja. Twitch hat nochmal ein Assist bekommen. Ich habe einen Double Kill bekommen, von daher hat sich was worth it, aber. Ich habe halt keinen TP mehr, um da zu helfen jetzt gleich. Ich bin halt jetzt wieder Mini-Cho. Mini-Cho! Ich glaube nicht, dass die da sind. Ne, sind sie auch nicht. Habe ich da nochmal jetzt meine Stacks bekommen. Das Game ist durch. Wow, hätte ich nicht gedacht. Hätte alles gegen uns gesetzt, aber der Twitch ist einfach so strong. Obwohl er jetzt nochmal gestorben ist.
So, Radar ist fertig. Das bringt mir noch mal was. A kleine Boost. Wobei, ich würde auch nicht wetten, dass wir das schon gewonnen haben. Also, so viel Ehrlichkeit muss sein. Das ist allerdings nicht cool. Die schaffen es nicht. Sie haben die falschen Targets getötet. Die sind auf mich gegangen. Sie sind auf mich gegangen und du kannst mich, du musst mich ignorieren. Du musst mich ignorieren. Du kannst einen Graves und einen Twitch nicht Schaden machen lassen. Das geht nicht. Das ist einfach nur dann verlieren sie den Kampf. Und genauso ist es passiert. Ich habe aber meine Ulti rausbekommen auf dem Yasuo, also auch gut gewesen. Dass meine Ulti ist nicht irgendwie verkommen in dem Kampf, sondern ich habe sie tatsächlich nutzen können. Mal gucken, wie die Stimmung so ist. Jetzt kann ich es ja mal anmachen. Das ist ja ein bisschen flamey-lamey. Oh, zwei Hits. Lustig. Mal gucken. Hier schwingen bestimmt auch schon die Report-Keule. Eigentlich können die das surrendern. Joa. GG. Fuck you, Azir-Player. Rise on Omega. Na gut, meine Stimmung. Ja, der Twitch hat gecarried, muss man wirklich so sagen. Der Twitch war wirklich gut, der Graves aber auch gut und die Leona war auch gut, aber Azir war halt, Ryze war halt Mitte gegen Azir, echt scheiße. Aber irgendwann war er auch noch stark, er war ja nicht nutzlos, er war nicht 0,18 oder so. Er war halt nur am Anfang 0,6 oder was. Aber war ein schönes Spiel, war wirklich ein schönes Spiel. Der Yasuo war sehr gut in Lane. Laning war wirklich interessant, der hat mich teilweise echt outplayed, indem er sogar meinen Weg gedodged hat und das ist wirklich schwierig. Aber insgesamt wirklich war ein schönes Spiel. GG.